Trotz der 1:0-Niederlage und dem damit besiegelten Abstieg waren es die Darmstädter, die in München von ihren Fans gefeiert wurden. Als Ancelottis Mannschaft schon lange in der Kabine war, waren es die Blau-Weißen, die auf dem Rasen den Zusammenhalt in der Mannschaft und mit den Fans demonstrierten, während im Gästeblock Auswärtssieg skandiert wurde. Auch mit dieser Abstiegsfeier haben die Hessen und ihre Anhänger mal wieder gezeigt, dass die Lilien einfach ein bisschen anders sind. Nach dem Spiel in München soll Trainer Frings seiner Mannschaft erklärt haben, dass er stolz auf sie sei und froh ist, ihr Trainer zu sein. Kapitän Sulu bestätigte dann auch das, was man in den vergangenen Wochen beobachten konnte. Unter Frings hat die Mannschaft wieder einen tollen Teamgeist entwickelt und den Spaß am Spielen zurückerlangt. Am Samstag gibt es für die Darmstädter das vorerst letzte Heimspiel im Oberhaus mit Besuch aus der Hauptstadt. Auch diese Gelegenheit zum Feiern werden sich die Lilienanhänger sicherlich nicht nehmen lassen. Trotzdem nochmal die Nachfrage, auch wenn Sie sagen, klar, wir wollen alles geben, professionell nochmal alles raushauen. Ist es dann trotzdem bei so einem Erlebnis, was es morgen wird, auch atmosphärisch so, dass man vielleicht ja, den Fokus ein bisschen ein Stück weit zumindest weg irgendwie vom Taktischen und eher aufs Emotionale hingeht, dass auch Ihre Ansprache sich dementsprechend ändern wird, dass Sie sowas sagen wie, Jungs, heute ist auch egal, wie jetzt der Neuner spielt, wie der sich dreht im Strafraum, sondern geht einfach da raus und habt nochmal Spaß? Ja, absolut nicht. Also wir wollen das Spiel gewinnen und dementsprechend werden wir die Mannschaft einstellen. Nochmal, wir werden nichts herschenken. Das werden wir niemals tun. Und dementsprechend werden wir die Mannschaft auch einstellen. Wir werden da rausgehen, was nach dem Spiel sein wird, emotional, mit Sicherheit wird da was kommen. Ich denke auch, dass unsere Fans uns nochmal einen Abschied bereiten werden, den wir so schnell nicht vergessen werden. Aber gerade auch unseren Fans sind wir eine Menge schuldig und ich glaube, sie würden sich über nichts mehr freuen als über 3 Punkte im letzten Heimspiel. Und das wollen wir denen auch schenken. Spannend bleibt natürlich die Frage, wer in der nächsten Saison für die Lilien auflaufen wird. Aytac Zulu und Hamid Altintop halten sich weiterhin bedeckt. Über ein Interesse an Heiko Westermann wurde spekuliert, aber vom Verein gleich dementiert. Was ist denn an dem Gerücht dran, Mario Franjic sei zu keinen Gesprächen mit dem SV 98 mehr bereit für eine Vertragsverlängerung, beziehungsweise über eine Zusage für die kommende Saison? Da weißt du mehr als ich. Also ich habe gestern noch mit ihm über nächstes Jahr gesprochen, ob da eine Möglichkeit besteht. Mhm. Mir hat er das nicht gesagt. Aber ich frage ihn gleich nochmal. Also er spricht ja. Gerüchte gibt es immer, ne? Ja, viele Gerüchte, ja, das stimmt. Ja. Gut. Ist noch Konkretes? Irgendwelche Gerüchte noch? Neben der Kaderplanung für die nächste Saison beschäftigt die Lilien natürlich auch weiterhin die prekäre Situation um das Stadion. Die Vereinsverantwortlichen haben die zweite Entscheidung im Lizenzierungsverfahren der DFL akzeptiert und müssen nun bis zum 31. Oktober einen Masterplan einreichen. Wie der genau aussehen soll, ist allerdings weiterhin unklar. Eine Verlegung des Stadions außerhalb der Stadt schließt Präsident Rüdiger Fritsch allerdings kategorisch aus.